Wie kann ich meinen Hund belohnen? Welche Fehler kann ich beim Belohnen machen? Und welche Alternativen gibt es zum Leckerli? Das sind drei spannende Fragen, mit denen wir uns in diesem Video beschäftigen werden. Grundsätzlich muss ich mir natürlich immer mal überlegen, welche Möglichkeiten habe ich generell, um meinen Hund zu belohnen. Ich kann das natürlich mit Futter machen, ich kann das aber auch mit einem Spiel machen oder einfach mit Körperkontakt und Zuneigung. Das kommt immer so ein bisschen auf den Hundetypus drauf an und das ist was, was uns einfach super wichtig ist, dass ihr da auch ein Gefühl für bekommt, was passt zu mir und was passt vor allem auch zu meinem Hund. Und der zweite wichtige Aspekt beim Belohnen ist, dass die Belohnung, die Claudia jetzt gerade aufgezählt hat, auch dem Verhalten angemessen ist, was ich belohnen möchte. Also habe ich es geschafft, den Hund von der Jagd abzurufen, dann wäre so ein verbales "Prima, hast du gut gemacht" natürlich nicht so schön, wie wenn ich ein Hackspiel mit dem Hund beginne. Umgekehrt, wenn ich den Hund für ruhiges Bleib belohnen möchte, dann wäre natürlich eine Ballspielaktion denkbar fehl am Platz. Und jetzt wollen wir uns die einzelnen Arten mal ein bisschen genauer angucken und schauen, welche Belohnung man wann am besten einsetzt. Wir fangen an mit dem verbalen Lob. Das ist eigentlich so das Klassischste und das Simpelste, weil das haben wir immer dabei. Das ist nämlich unsere Stimme. Es könnte natürlich auch ein Klicker sein oder eine Pfeife, wenn ich es dementsprechend aufgebaut habe. Aber wir starten mal mit der Stimme als Instrument. Oh, prima, toll. Tolle Maus. Okay. Kann ich bei grundsätzlich jedem Hund anwenden. Der Hund muss natürlich hörend sein. Also bei tauben Hunden brauchen wir Alternativen. Die können wir euch später noch ein bisschen zeigen. Und man sollte auch ein bisschen aufpassen, wenn man sehr, 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 sehr ängstliche Hunde hat, gerade aus dem Tierschutz oder die sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben oder wenig kennengelernt haben. Die könnten sich dann von einem verbalen Lob auch tatsächlich eher bedrängt fühlen und fühlen sich gar nicht mehr bestätigt dadurch. Das Schöne an dem verbalen Lob ist, ich kann es dem Erregungslevel des Hundes anpassen. Also wenn ich den Hund zum Beispiel für ein Bleib belohnen möchte, dann mache ich das mit sehr ruhiger Stimme und mit einer sehr ruhigen Intonation. Und wenn ich den Hund aber zum Beispiel gerade von einem Hasen abgerufen habe, dann darf ich auch mal ein bisschen mehr Erregung in die Stimme bringen und vielleicht auch mal ein Quietschgeräusch machen oder mich richtig, richtig laut mit dem Hund freuen, damit die einfach merken, oh, auf dem Erregungslevel, wo ich gerade bin, da werde ich auch gerade stimmlich abgeholt. Eine zweite Möglichkeit, den Hund zu belohnen, ist quasi durch körperliche Belohnung. Das heißt, ich fasse den an, ich knuddel den durch, ich streichel den. Da muss man immer so ein bisschen gucken. Manche Hunde finden das wirklich sehr, sehr schön und genießen das. Das mag aber auch nicht jeder. Man sieht es immer wieder ganz gerne, auch in den Stunden, dass den Hunden dann auch so über den Kopf gestreichelt wird in Situationen, wo die den dann auch so ein bisschen ausweichen und das nicht so toll finden. Also auch ein Hund, der gerne zu Hause mit auf dem Sofa liegt und kuschelt mit den Besitzern, mag das in so einer Trainings- und Übungssituation vielleicht nicht so gerne und dann muss man sich auch Alternativen überlegen. Und eine weitere Alternative könnte zum Beispiel die Belohnung über Futter sein. Das kann entweder in der Form geschehen, dass ich einfach dem Hund sein ganz normales Fressen tagsüber in die Übungseinheiten mitnehme, zum Beispiel das Trockenfutter in einem Beutel oder Nassfutter in eine Spritztube packe und den Hund daraus immer belohne. Es kann aber auch sein, dass ich mir extra Käsewürfelchen schneide oder Fleischwurst und damit versuche, den Hund zu belohnen. Auch hier gilt wieder, wenn ich den Hund für ein ruhiges Verhalten belohnen möchte, zum Beispiel weil er geblieben ist oder weil er gerade ganz toll neben mir Fuß gelaufen ist, dann wähle ich auch ein Futter, was der Hund ähnlich unspannend findet. Also wenn der jetzt bei Käse oder bei Wurst zum Beispiel total abgeht, dann wäre diese Belohnungsart in dem Moment nicht so gut geeignet. Gleiches gilt wieder, ich habe ein hohes Erregungslevel, also der Hund sollte zum Beispiel aus dem Spiel von anderen Hunden zu mir gerufen werden. Da kann ich auch gerne mal eine Handvoll Futter über die Wiese kegeln und den Hund einfach da mit einem Futter-Jackpot höherwertig belohnen. Das geht mit Futter eigentlich ganz gut, weil man die Abstufung ganz, ganz toll und sehr, sehr leicht zu Hause hinbekommt. Eine weitere Alternative ist ein sehr körperbetontes, nahes Spiel. Denkbar wäre hier zum Beispiel das Zergeln mit dem Hund. Das heißt, ich habe irgendein Stoffstück oder was auch immer in der Hand, wo der Hund dann reinbeißen kann und ich kann den ganz nah bei mir belohnen. Das ist auch was, wo der Hund in der Regel ein sehr hohes Erregungslevel hat. Das heißt, wenn ich den jetzt wirklich mal aus irgendeinem Spiel abgebrochen habe oder wenn ich den von der Jagd abgebrochen habe und der zu mir zurückkommt, würde sich das sehr, sehr, sehr gut lohnen. Ein weiterer Vorteil ist, ich habe es eben schon gesagt, das ist eine sehr körpernahe Belohnung. Also bei manchen Dingen möchten wir ja wirklich, dass der Hund nah rankommt, wie zum Beispiel beim Rückruf. Wenn ich da jetzt ein Bällchen werfe, dann läuft er ja wieder von mir weg. Und das Zergel ist hier zum Beispiel eine tolle Möglichkeit, dass der Hund direkt bei mir belohnt wird. Man kann aber zum Beispiel auch trotzdem den Ball gut einsetzen für eine andere Art der Bestätigung. Das heißt, das klassische Ballspiel, der Hund, ich werfe einen Ball, der Hund rennt hinterher, bringt den Ball entweder zu mir zurück oder er belohnt sich mit dem Ball selbst. Kann man immer dann sehr gut machen, wenn ich
Anspannung aus dem Hund herauskommen möchte, bekommen möchte. Also zum Beispiel, zwei Hunde spielen auf der Wiese, meiner muss aber zugucken, der darf aus irgendwelchen Gründen nicht mitrennen und dann könnte ich einfach mit ihm die Wiese verlassen und würde dann ein Ballspiel starten. Das hat ein ähnlich hohes Erregungslevel für ihn, wie diese spielenden Hunde zuzugucken, aber ich kann das dann eben einfach auf mich kanalisieren. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man eine Ball- oder generell eine Objektbelohnung benutzt, dass der Fokus da nicht so sehr von mir als Hundehalter weggeht. Also ich möchte ja nicht, dass der Hund zum Ball-Junkie wird oder zum Zergel-Junkie, sondern ich möchte immer, dass der Hund ganz klar versteht, ich teile diese Belohnung zu, ich nehme sie auch wieder weg. Und da muss man gerade bei so Rassen wie meinen, also wir haben das beim Uno gesehen, sehr, sehr aufpassen, die kommen ganz schnell in so ein Suchtverhalten rein, da muss man sehr dosiert mit umgehen. Also bei solchen Rassen sind auch oft Hütehunderassen, die einfach sehr empfänglich sind für Bewegungsreize, da muss man mit dem Ball oder generell mit Objektbelohnung sehr, sehr vorsichtig und dosiert umgehen, dass man sich das wirklich aufhebt für Verhalten, in dem es absolut notwendig ist und eben nicht zur Dauerbespaßung. Das ist ganz wichtig. Da gibt es viel bessere Möglichkeiten. Es ist auch die Möglichkeit zum Beispiel gegeben, dass wir verschiedene Dinge kombinieren. Ein schönes Beispiel hierfür ist der Futterbeutel. Das heißt, ich habe hier auch wieder eine Bewegung drin, wenn ich den Futterbeutel zum Beispiel werfe oder verstecke. Gleichzeitig ist es aber so, dass der Hund trotzdem durch Futter belohnt wird, allerdings auch bei mir. Das heißt, es ist notwendig, dass der Hund zu mir zurückkommt und nah bei mir belohnt wird. Das ist so eine schöne Kombination, wo viele Hunde sehr, sehr gut drauf ansprechen, wie zum Beispiel der Einstein, der dann nur Futter zwar auch gut findet, aber fast schon ein bisschen langweilig. Und die Kombination aus, ich laufe irgendwo hin, bring's zurück und krieg dann Futter, findet der richtig gut. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen und vielleicht findet ihr heraus, was eurem Hund am besten gefällt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.